Ja, wir kriegen das hin. Hoffe ich. So, ja doch, hier weiter. Und weiter, und weiter. Und jetzt hier wieder runter. Na, einfach nur nach rechts dann. So, aber hier durch. Diese tolle, schöne, verrostete Tür, die mal wieder bemalt werden könnte. Wie wär's mit ein paar Kinderbildern, hä? Nein? Kennt er nicht. Auch keine dieser komischen Kreaturen hier. Ich erwarte jetzt irgendwie, dass die mich angreifen wollen. Aber im Moment sieht's noch gut aus. So, komm, guck dir das Gerät an. Pack da mal die Dings rein. Genau. Okay, jetzt können wir die Power anschalten von der Gerät. Hoffe ich. Wenn ich jetzt da irgendwie mal durchkommen würde. Ich möchte dadurch. Darf ich nicht? Ach so, da ist gar kein Durchgang. Ich dachte. Tja. Ich und das Denken, ne? Ich und das Denken manchmal. Naja, egal. Gehen wir halt hier durch. Ich bin ja nicht so. Zur Not gehe ich halt nur die Wege, die ich halt gehen kann, ne? So, jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Nicht, dass hier wieder zig Viecher kommen. Weil es geht eigentlich gerade. Nicht ein einziges Viech. Habe ich sie dann doch alle erledigt? Kann das sein? Hm. Gut. Power an, bitte. Hier, Rammerei rein und Schalter betätigen. Zack. Okay. Die Power scheint in Betrieb genommen geworden zu sein. Das heißt, wir können jetzt eventuell zum Elevator. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ich habe aber keine Ahnung. Aber einfach mal gucken. Einfach mal gucken, ob wir den jetzt tatsächlich benutzen können, dürfen, wollen oder keine Ahnung. Ne, weil ist besser. Und wir können vielleicht auch nochmal abspeichern, einfach nur um den Fortschritt hier zu sichern. Weil man weiß ja nie, was einem hier begegnet, ne? So, von jetzt auf gleich kann einfach mal die Welt zusammenbrechen in Resident Evil. So gefühlt zumindest. Und da wir den Safe Room sowieso hier neben den Aufzug haben, mehr oder weniger, können wir das auch schon einfach mal machen. Wir haben ja noch 10 Farbbänder. Das reicht auf alle Fälle. Hoffe ich. Ne, wir gehen hier mal zur Truhe hin. Sagen der Truhe Hallo. Hallo, Truhe. So. Gehen jetzt zum Dingens hin. Und benutzen einfach mal so ein Dingens. Und möchten das tatsächlich überschreiben. Gut, das hätten wir. Jetzt haben wir auf jeden Fall das, was wir bis jetzt erreicht haben, gesichert. Und das ist ja nicht verkehrt. So, dann mal auf zum Aufzug. Auf zum Aufzug. Jetzt leuchtet da nämlich auch was. Push the switch, yo. The elevator is working. Ist er einfach durch? Wollen wir da jetzt einfach so durch? Ich habe keine Ahnung. Tetris Melodie bitte hier einfügen. Danke. Sechster Stock. Vielen Dank fürs Mitfahren. Ach ey, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Da geradeaus ist eine Tür. Nein, diese Tür möchte ich nicht öffnen. Nein, jetzt noch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Stattdessen gehen wir zurück. Suchen der Gerät für die dritte Moduskette. Und dann mal gucken. Naja, ich will es jetzt eigentlich nicht spoilern, aber... ich suche noch einen bestimmten Raum.
Oder eine bestimmte Person. Und bevor ich das nicht gefunden habe, würde ich eigentlich nur ungern jetzt schon woanders hin. Und eigentlich, doch, das müsste noch da sein. Also zumindest. Aber wo ist dann der GameCube dazu? Oder ist das vielleicht in den Raum? Einfach nur mal gucken, weißt du? Irgendwo muss der ja sein. Sonst kriegen wir nämlich diese verschlossene Tür da hinten nicht auf. Kann ich auch hier auch nochmal gucken? Nee. Ist hier vielleicht irgendwo was? Sieht alles nicht sehr nach GameCube aus. Nur diese Möchtegern-Server hier. Hier hinten vielleicht irgendwo. Da haben wir ein First Aid Kit. Nehme ich mal mit. Nicht weil ich es brauche, sondern weil ich es kann. Sonst haben wir jetzt hier nicht wirklich viel. Cadavers of Frozen wrapped in body bags. Alles klar, aber sonst haben wir jetzt hier nicht wirklich mehr was? Nee. Okay. Da drüben auch irgendwo noch was liegen. Ach ja, das sind die Farbbänder, die da liegen. Das ist der Dingens, das da liegt. Okay. Muss ich jetzt hier tatsächlich ein bisschen rumlaufen, um zu gucken, wo ist denn jetzt der Gerät? Irgendwo muss das ja sein. Oder ist das vielleicht doch in den Safe Room? Oder generell irgendwo da hinten, wo halt der die große Maschine ist? Weil da habe ich mich jetzt nicht so hundertprozentig umgeguckt. Wäre auch noch möglich. Jetzt bin ich wieder falsch gelaufen, ne? Ach, leck mich doch. Echt sorry, dass ich hier jetzt so viel rumlaufen muss. Aber ich will das auf jeden Fall jetzt noch finden. Ich denke, ein Teil von euch will halt auch wissen, was jetzt noch so hinter der Tür ist, die da jetzt noch verschlossen ist. Na, hoffe ich doch. Wir gucken mal. Wir gucken einmal hier rein. Und dann gucken wir, ob wir hier irgendwo das Gerät hier dazu finden. Hinten haben wir einen Schrank. Nee. Nee. Chemikalien brauchen wir jetzt auch nicht. Alles nicht so Sachen, die wir jetzt gebrauchen können. Gut. Dann ist meine Vermutung ja doch schon stark auf den Energieraum da hinten, dass es da irgendwo ist. Oder halt auf dem Weg dahin. Wenn ich es jetzt nämlich nicht gleich finde, würde ich sagen, dass ich da vorher tatsächlich nochmal eine Aufnahmepause mache und hier ein bisschen offscreen rumsuche. Aber irgendwo muss es ja sein, ne? Hier ist nix. Da ist nix. Hier bestimmt auch nicht, ne? Nö, 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 nö. Einfach mal nö. Nö. Nö, nö, nö. Gut, gehen wir mal in diese Richtung. Da ist doch hier was grün leuchtendes. Kann das sein hier? The Left Self-Destruct Mechanism. It's huge. Ach ey, Selbstzerstörungsmechanismus. Ne, ich habe gerade keine Ahnung. Gut, dann würde ich sagen hier, dass ich doch tatsächlich hier eine Aufnahmepause mache. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dann mich hier ein bisschen aufs Screen umgeguckt habe. Bis gleich. Willkommen zurück zu Resident Evil. Beim letzten Mal hatte ich keine Ahnung, wo ich dir den dritten GameCube finde. Ich habe jetzt mal ein bisschen aufs Screen hier rumgeguckt. Und ja, ich lag mit meiner Vermutung jetzt nicht so verkehrt. Ich war halt einfach nur blind, beziehungsweise ich bin da jetzt auch noch gar nicht lang gegangen, so richtig. Ne? Aber wer hätte erahnen können, dass es wirklich hier
in der Ecke nochmal lang geht. Ich konnte es die ganze Zeit nicht erkennen. Jedenfalls ist ja auch nicht schlimm. Jetzt haben wir jedenfalls hier die dritte Modus, die wir einlegen können. Und das dritte Licht leuchtet. Das heißt, wir können jetzt die versperrte Tür da hinten öffnen. Und dann schauen wir mal, was uns dahinter erwartet. Bin ganz gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn nicht, dann euer Problem. Nicht meins. Aber gut. Erstmal wieder nach da hinten hinlaufen. Langsam habe ich aber vom Laufen die Schnauze voll. Jetzt erstmal hier. Weißt du, ich habe jetzt so 20 Minuten ungefähr, habe ich jetzt tatsächlich die ganze Zeit hier wieder rumgelaufen und gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und, ja, bis ich es dann endlich gefunden habe. Aber, naja, was willst du machen, ne? Kannst du nur laufen, 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 laufen und laufen. Gut, der abgesperrte Raum ist dahinten. Da laufen wir mal nach dahinten. Denn nur dahinten ist der abgesperrte Raum. Einfach nur nach dahinten. Okay, ich höre schon auf. So. Na, wir erinnern uns, es gab hier halt drei Hebel, die blockiert waren von irgendeiner elektronischen Sicherung. Die können wir jetzt hier einzeln pullen. Müssen wir jetzt hier 30 Mal das Ding hier anklicken. Na gut, eigentlich nur dreimal. Und das Piepsen erinnert mich irgendwie an McDonald's, wenn da die Fritteuse fertig ist. Oder etwas in der Richtung. Ja, ja, unser McDonald's macht tatsächlich so ähnliche Töne. Ein bisschen lauter, aber so ähnlich. Gut, dann gucken wir, was wir jetzt hier hinter haben. Wir haben schon wieder diese übliche Rätselmusik hier. Und dann gucken wir mal. Und jetzt wirklich nur das, den einen Raum, wir haben ja... Doch, haben wir hier was zum Einsammeln? Nee, sieht nicht so aus. Haben wir nur diese versperrte Tür da. Dann klopfen wir an. Hallo? Wer ist denn da? Chris! Chris, you're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down. And I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open! Wait, I'll be back to get you out. Okay, no sightseeing though. Ja, wir haben den guten Chris Redfield gefunden und den müssen wir jetzt irgendwie davon noch befreien, da aus dem Gefängnis. Nur ist das halt, wie gesagt, halt jetzt erstmal abgeschlossen. Wir müssen halt jetzt gucken, wie befreien wir ihn. Aber jetzt können wir erstmal den Aufzug nehmen und durch die Tür hindurchgehen, wo ich ja vorher sagte, ja, nee, gehen wir jetzt nicht durch. Aber jetzt können wir da durch. Ne, und dann werde ich halt noch versuchen, ihn zu befreien. Ich kann es nicht versprechen, weil ich jetzt nicht mehr weiß, wie genau es das jetzt ist. Ob ich jetzt einen Schlüssel benutzen muss oder ob es einfach reicht, wenn ich diverse Knöpfe drücke. Aber dies und noch vieles mehr, wenn wir dann herausfinden. Hoffe ich. Und dann gucken wir mal. Irgendwie kriegen wir es gemeinsam hin. Hoffe ich doch. Erstmal jetzt zum Aufzug. Na, Aufzug des totalen Todes. Habe ich abgespeichert? Soll ich nur abspeichern? Ah, nee, das wird schon. Das habe ich dann wenigstens. Ich habe so ein Dingens dabei hier. Kann ich mal untersuchen hier. Und zu gucken, was jetzt da drin ist. Nicht, dass da jetzt totaler Schrott drin ist. Green Herb, ein einzelnes. Ich weiß ja nicht. Ja, komm, dann, was soll der Geiz, der Safe Room ist hier in der Nähe. Gehe ich da doch nochmal rein, einfach nur um sicher zu gehen, um nochmal ein paar Sachen mitzunehmen und um nochmal abgespeichert zu haben. Nicht, dass ich den ganzen Scheiß jetzt nochmal mache hier. Also, das muss ja nicht sein. Gut, wir nehmen jetzt mit, auf jeden Fall, Erste Hilfe Sprays. Mindestens so zwei Stück. Ich glaube, die Magnum sollte an sich reichen. Reichen. Ich denke nicht, dass wir jetzt schon zum Granatenwerfer greifen müssen. Eher etwas später. Gut, das hätten wir. Legen die Farbbänder jetzt ab, einfach nur, falls ich jetzt 30 Sachen einsammeln muss. Ne, ihr kennt das ja. So, und dann gehen wir da durch.
Und so weiter und so fort, ne? So.